Und damit Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen hier wieder zu einer neuen Folge hier auf der Tannen-Eckbaumhof-Map zusammen mit dem Garderol und dem Werner von Burning Gamers. Hallo! Hallo! Haben wir jetzt alle einmal durch, oder? Es hört sich immer so schrecklich an. Ja, dieses Fake-Sächsisch, das ist so schon. Sächsisch. Beim Kollegen. Beim Kollegen Mann ist schon echt schlimm, aber naja. Wie, der macht Fake? Was? Ja, der legt manchmal auch so einen Dialekt an, weil der sich einfach nur absolut gekinselt anhört, ja. So, in letzter Folge wollten wir die Brauerei in Betrieb nehmen, aber der Herr Wernersen ist der Meinung, er muss immer noch Gerste hier reinfahren, obwohl eigentlich angesagt war Weizen, deswegen geht das leider noch nicht. Ich würde dir sehr gerne Weizen geben, wir haben aber keinen Weizen im Lager. Aber in unserem anderen Lager hätten wir noch welchen, wollen wir den? Nee, wollen wir nicht, ne? Nee, wollen wir nicht, wir haben kein anderes Lager. Nein, nein, das Lager, von dem nie gesprochen wurde. Was? Genau. Also, ich mal für diejenigen, die das wirklich jetzt wissen wollen. Ich bin eben am Hühnerhof vorbeigefahren, ne? Da liefen eben diese Hühner, also in der letzten Folge, da liefen diese Hühner über den Hof. Auf der rechten Seite, habt ihr vielleicht gesehen. Da ist der Hof, wo euer Lager für... Gut, dass jetzt gerade bei mir keiner guckt. Da ist der Hof, wo eure Dings sind, eure großen Silos. Wenn im PDA steht, weiß ich nicht, 17.000 oder 11.000 oder was, oder 110.000, ich weiß es nicht. Das ist das andere Silo. Da müsst ihr da gucken. Aber das wollen wir nicht verwenden, weil wir wollten ja mit Null, oder wir haben ja mit Null gestartet. Und deswegen keine Anfangspölsterchen, sondern wirklich, wir hatten nichts, wir haben nichts, wir machen viel draus. Wir hatten ja nichts. Richtig. So, eine ganz kurze Frage in die Runde. Haben wir ein Dieselfass? Glaube weniger. Ah, schade. Wir brauchen Dieselfass. Ja, cool, da haben wir. Das ist gut. Ich kann euch versprechen, dass sich das auszahlen wird. Bin da an einem ganz großen Ding dran. Ach, du machst hier Dings? Ja, genau. Kompostierer? Ja, ist richtig. Haben wir denn irgendwas für, also für Kompost, für... Ja, prinzipiell kannst du ja... Kannst mit du Hilfe ja von Kompost anregen. Hilfe von Kompost? Du meinst, ja, was man mit Kompost Kirchen, aus... Äpfel, nein. Kohl, nicht. Geld. Geld haben wir. Ah, okay. Wir haben dann Geld an. Ah, das ist richtig. Okay. Ja, gab's, vorher war das auch ein Teil, so einen Geldbaum zu schenken. Ne? Wenn jemand schon alles hatte, der kriegt dann einen Geldbaum. Ich hab's so, du glaubst gar nicht, wie oft ich in den Garten stand und einen Euro in die Erde gesteckt habe und zwei Jahre hat später war nichts. Nee, leider. Das geht mir immer bei den Hühnchen so. Ich weiß nicht, ob ich die zu tief pflanze oder. Naja. Versuch's mal hier lang. Gucken, ob man da auch zum Fluss kommt. Die Map ist trotzdem geil. Also. Ja, das ist stimmt. Das ist. Immer noch so groß, dass ich mich dreimal verfahre, ja. Ach, Randy. Warum? Das ist doch kein TomTom-Navi. Dicke Wildbeschreibung. So. Ja, genau. Soll nicht so prickelnd sein, laut Klick. Das weiß ich nicht. Also jedenfalls so für LKWs. Kommen wir aber mal zum wirklich Wichtigen, wofür dieses Projekt unter anderem gefeiert wird. Dim, dim, dim. Die Themen. Randy, was haben wir denn? Erstaunlich wenig, muss man... Okay. Ja, dann danke fürs Zuschauen. Jo. Daumen hinterlassen, ne? So. So, die Deppen. Ne, was haben wir? Dagi B hat ihr Hochzeitsvideo veröffentlicht. Ich hoffe, es hat jeder gesehen. Ne? Gut, wunderbar. Ja, natürlich. Ganz ein bisschen spät, war das nicht schon vor 3 Wochen? Die Hochzeit ist ein bisschen länger her, aber so wie das Video aussah, waren da bestimmt auch ein paar Wochen Edding-Arbeit mit drin. Achso. Ich hab gedacht, die haben sich erholen müssen, 2-3 Wochen bis, weißt du? Okay. Alter. Das glaube ich auch. Naja, also ich würde mal behaupten, so also unter 5-stellig sind die bei der Hochzeit nicht raus. Nee, das kannst du sowieso immer rechnen mittlerweile. Aber Frage ist, ob 6-stellig. Ja gut, das kann auch sein. Ne? Also das also war ja... Einen halben Monat mal immer im Kopf hauen, ne? Ja. Das ist ja, das war ja minimal heftig, was die da aufgefahren haben. Boah, hier ist so ein toller Wald. Hier können wir ein bisschen Forstarbeit machen. So. Bin gerade am Sägewerk vorbeigefahren. Ah, hier ist so ein toller Wald. Brauchen wir bei der Brauerei auch Paletten? Nee, ne?
Weiß ich nicht, nee, also da, der nimmt erstmal nur Weizen, Gerste und Wasser an. Ich fahre jetzt noch etwas Wasser hin und dann müssen wir halt auf Weizen warten. Das heißt, wir müssten ein Feld mal Weizen dann gleich machen. Was haben wir denn eigentlich angesehen? Ich habe das wieder vergessen. Ne? Ich auch. Ein Weizen auf alle Fälle. Gerste, alles voller Gerste. Alles Gerste, ja klar, wenn wir es für die Brauerei brauchen. Ja. Ein kurzer, war, lass mich mal schauen. Hätten wir mal besser vorher geguckt. Ja, stimmt leider. Aber hätte irgendwas anderes. Weiß nicht, wer hat sich denn darum gekümmert, was da rein muss in die Brauerei? Wer sagte das denn nochmal? Weiß auch nicht. Nee, aber ansonsten vielleicht noch ein anderes Ding, das ist eine Garderobe-Spezialität. Oh ja. Und zwar habe ich das. Käse? Nee, okay. Hast du mal probiert? Noch nicht. Ich bin zweimal dran vorbeigelaufen im Kühlregal, aber nein. Mit dem Kühlregal! Ja, mach mal. Das ist, du wirst mir danken. Auf Knie. Okay. Ich wollte den Randy jetzt nicht unterbrechen. Mhm. Und ja, so habe ich das heute über WhatsApp bekommen, also wo ich mir schon dachte, das ist ja immer wieder die seriöseste Hinterhofquelle, die da ausgepackt worden ist. Und zwar folgendes, das nannte sich Streamer-Info, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Moin Leute! Mädel, genau. Leider gibt es für alle Streamer neue Gesetze. Diese beinhalten leider auch eine Impressumspflicht bei euren Kanälen. Sprich, jeder, der aktiver Streamer ist, muss nun ein Impressum einbauen. Bei Missachtung sind derzeit Strafen von bis zu 50 Euro der Fall. Gilt auch für YouTube und Co. 1000. So, das geht an den lieben Gardero. Impressumspflicht auf YouTube, das hat man ja mittlerweile letzte Woche durchgekaut. Ja. Das ist bekannt, also, da sind aber 50 Euro auch eine falsche Info. Aber wie sieht denn das mit den Lives? Wie sieht das mit den Livestreams aus? Und ist denn das so neu oder ist es? Nein, das ist nicht neu. Also grundsätzlich gilt die Impressumspflicht bei allen Angeboten, in denen ich Inhalte online bereitstelle. Alles. Das kann Twitter, Instagram, Facebook, eigene Webseite, Podcast, YouTube, ein Blog, was weiß ich. Ja, grundsätzlich, wenn ich als Inhalteanbieter auftrete, ist die Impressumspflicht gegeben. Und seit neuestem auch Datenschutz. Kurze Zwischenfrage, liebe Matt, was ist das da eigentlich? Das ist die Kompostieranlage von Werner. Cool. Dem ist so, genau. Und das ist nicht neu, das ist schon seit immer so. Ja. Und warum schockiert das? Ne, schockieren? Nicht. Ich habe das halt heute dementsprechend nur erhalten. Hab dann nach einer Quelle gefragt, ne, weil sich das sehr nach einer Hinterhofquelle angehört hatte. Und wurde dann nur gesagt, naja, kam von Twitch, sage als E-Mail. Also nee, wurde im Partner-Discord von irgendjemandem geschrieben. Ich sage, die Leute können viel schreiben, wenn der Tag lang ist. Schick mal Screenshots, dass ich das mal an kompetenten Menschen weiterleiten kann, dass der also da was sagt, seit wann ich denn ein Impressum unter meinen Twitch-Kanal beispielsweise verlinken müsste, weil das hat keiner, also keiner. Ja, aber keiner haben Unwissenheit, schützt vor Strafe nicht, bla bla bla. Da können wir die ganze Bataillon auffahren. Das ist eines der häufigsten Probleme, was ich in der Partnerbetreuung habe, wenn ich andere YouTuber betreue. Dieses Ja, aber der und der. Wir müssen by the way noch weiter vorspielen. Aber der und der wurde ja dafür auch nicht gelöscht, gebannt, irgendwie sowas. Das ist eine Frage der Perspektive, nicht? Also Kanäle, die gebannt sind, für irgendwas, die sieht man nicht mehr, weil sie sind ja weg. Man sieht halt nur noch die, die noch nicht erwischt wurden, ne? Das mal erstmal Punkt 1. Punkt 2, dadurch, dass es andere machen, wird es nicht richtig. Ja, das ist ein Konzept, das funktioniert so nicht. Und ich sag mal, die Gesetzesgrundlage, auf der diese Impressumspflicht beruht, gilt für alle Online-Plattformen, uneingeschränkt. Gilt sogar theoretisch, wenn man es ganz genau nimmt, für eine weiße Webseite. Weil auch da schon Daten übertragen werden. Muss ich ausweisen, wer ist der Anbieter und welche Daten werden erfasst. Und ich sehe jetzt, ich habe jetzt das bei Twitch nicht spezifisch, aber ich sehe keinen Grund, aus meiner halbwegs fachmännischen Sicht, keinen Grund, warum es bei Twitch nicht gelten sollte. Das Problem ist nur, auch Twitch sieht das nicht vor. Ne? Facebook sieht es ja mittlerweile vor, das ist gut so.
Bei Twitch weiß ich es nicht, weil ich bei Twitch ja nicht mehr so viel unterwegs bin, aber glaube ich. Also du hast ne? unten die Pendels halt, ne? Ja, die Pendels. Ja. Also da können wir theoretisch eine Grafik reinmachen, weil das sind meine persönlichen Daten, bitte missbraucht sie. Ja, also das wäre theoretisch möglich, nur das war mir jetzt halt neu, weil das hat weder Twitch selber in ihre eigenen Kanäle, wo sie streamen, gut, machen sie aus dem Amiland, haben sie keine Pflicht dazu. Das hat aber weder. Also. Ja. Ja. Ich glaube, da wird das dann noch weniger eng gesehen. Ja. Und das hat weder ein Rocket Beans TV, das hat weder ein Kronk, das hat weder ein Montana Black, das hat. Ja, es hat aber, keiner. Also durchgehend hat das keiner. So. Ja, es ist so. Und das wird auch als nächste Wette. Also hier, Garderoll 2018 im Juli 2018 prophezeit, das wird auch noch irgendwann kommen. Da bin ich relativ sicher. Dass da hinterhergegangen wird. Alter Schwede. Ich glaube auch mal stark davon aus, das wurde aus, muss er weiterlaufen, bis dann irgendwie mal die ersten Großen, auf die stürzen sich dann ja zuerst. Dass das da mal durchgeht und dann ziehen halt der Rest nach. Eine ganz kurze Anmerkung. Ja, bitte. Habt ihr mal in den Shop geguckt? Es gibt eine neue Kategorie, die heißt Mähdrescher Pack. Ja, das ist ein Zetor-Pack, war das das oder was? Von der Modding Welt oder was? Von der Modding Welt, ja, das hat auch der Rico hat uns das gegeben. Ist auch untergeschoben. Da ist ja Zeug drin, du. Ich habe noch nie solche Schneidwerkswagen gesehen wie ganz hinten. Ich möchte aber mal fast behaupten, die sind minimal zu neu. Ja, das ist richtig, aber prinzipiell habe ich sowas noch nie gesehen mit einem Tank drauf. Ja, wo so war der Matador Gigant, der 88er, geil. Sieht mir schlecht aus, ne? Nö, das mit dem Tank habe ich noch nicht gesehen. Wir gehen ja durch die Zeit, dann können wir das ja alles mal ein bisschen. Boah, wir haben ja so viel Mods. Ja, wir haben noch kein Geld dafür. Das ist immer ein Problem. 60 Feet? Also 60 Fuß, 18 Meter Schneidwerk? Okay. Nicht schlecht, Specht. Ja. Warum nicht, ne? Tatsächlich suche ich aber ein Spritfass. Immer noch. Oder kann das vielleicht das, was ich hier gerade habe? Nee, ne? Das versuche ich gerade herauszufinden. Ja, guck mal, ich tatsächlich. Bin fertig jetzt. Tatsächlich kann es das. Okay, dann steige ich aus. Sehr schön. Kannst du es nicht herbringen? Nö. Mann. Na gut. Boah, jetzt bin ich wieder. Jetzt bin ich gerade zurückgefahren. Mann. Ja, das ist echt ein blöder Fehler. Gibt es eine neue Version vielleicht mal? Was meinst du? Dass man nicht zurückfahren muss? Ah, okay. Wasserfüllstelle kaufen. Ja, verdammt, warte. Gib mir einen Moment. Warte. Ja, aber die haben wir doch schon. Nee. Wasserfüllstelle. Er hat mir nämlich was geschrieben, was er angebaut hat. Ich hab's natürlich wieder verlesen. Ja, na. Gerade woanders hingesprungen. Es tut mir leid. Ach, weil der Sprit fast leer ist. Ja, daran hat's gelegen. Und jetzt wolltest du damit nicht eben zum Auftanken fahren, sondern lieber das Fass holen und dann mit dem Fass. Das ist echt. Ganz kurz. Dieser Karte habe ich verbaut Wasserdruck-Addon bei den Kühen, Schweinen und Schafen. Dynamischer Himmel, andere Texturen für Getreide. Weltmissionen funktionieren jetzt. Und noch ganz viele andere schöne Sachen. Oh. Möchten Sie 5000 Euro bezahlen, um eine neue Pipeline zu installieren, um das direkte Füllen des Kuhwassertanks zu ermöglichen? Nein, wollen wir nicht. Könnten wir zwar, aber ich finde es cooler, wenn wir das selber machen. Meine Meinung. Dann auf halber Strecke Traktor aufgeben. Ja. Soll ich da ein bisschen Mi? Nee, glaub nicht. Gut, dann danke ich dir. Du wirst gleich Mi vom Kollegen Sacknitz bei dir hören, der gleich einen Abfahrer brauchen wird. In der Tat. Ich bin ja auch schon unterwegs. Boah. War schon nach Richtung Osten hier. Wo ist er denn überhaupt? Auf dem Feld neben den Hof. Also vorne raus Richtung Händler. Auf welchen vielen Feldern spielen wir seit 30 Minuten? Feld 11. 11. 11. 11. Das, was ich nicht am Schirm habe. Ja. Über was werden wir denn in der nächsten Folge reden, René? Erzähl mal. Lustige Anekdoten zum aktuellen Umstand des LS19 Hypes. Oh, bitte. Ach, da sind wir schon wieder. Da sind wir schon wieder, ja. Ich bemühe mich schon sehr, in den Videotitel nicht LS19 reinzuschreiben, sondern nur eine Umschreibung LS, weil A, ich das Ranking nicht damit zuballern will und B, ja, keine Ahnung, ist irgendwie nicht richtig so. Und, aber ja, da ist mir noch 2-3 Sachen aufgefallen, die ich sehr belustigend fand.
Das wird also nicht die ganze Folge einnehmen, aber es wird ein kleiner Aspekt angehen. Das klingt doch sehr spannend für morgen. Absolut. Also jetzt schon Kreuz im Kalender machen, 14 Uhr. Für morgen, ist richtig, wenn, ja. Wenn es 14 Uhr ist, Randy, ne? Warum nicht? Ich hab da mal ein, zwei Kollegen gesehen, die das erst um 15 Uhr oder 16 Uhr hochgeladen haben. Ja, nun, es gibt halt Profis und, ja. Schlimm. Schlimm, 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 so. Wenn du so. Bist verkehrt rum übrigens immer. Wenn du andersrum fahren würdest, dann wäre das viel einfacher. So, wir sind aber durch. Wir danken euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Sollte dem so sein, dann könnt ihr damit einem Daumen Ausdruck verleihen, dass dem so war. Und ansonsten bitte gerne kommentieren, warum das nicht so war. Und wir sehen uns dann hoffentlich morgen wieder mit dem spannenden Thema LS19. Clickbait oder tolles Spiel. Bis dann. Tschüss. Hello.